Heute geht es mal um den Marathon, meine Blutzuckermessung, meine Vorbereitung, wie habe ich mich ernährt vor dem Marathon und was steht in 2, 3 Wochen nochmal an. Das gucken wir mal ein bisschen genauer an, denn da gibt es ein paar interessante Dinge für den einen oder anderen unter euch, der vielleicht auch mal Cheat Days macht oder ketogen Sport machen möchte etc. Ja, der Münster-Marathon, das war eigentlich für mich der erste Wettkampf seit 2 Jahren wieder so ungefähr und dementsprechend wusste ich natürlich nicht, was da auf mich zukommt. Marathon war ja noch nie meine Stärke, weil ich nie lange Strecken laufe. So war es auch in dieser Marathon-Vorbereitung, wenn man mal so guckt, wie ich mich vorbereitet habe. Also das war die Marathonwoche selbst, da bin ich nochmal 10 Kilometer gelaufen, 15, 15, nochmal irgendwie so kurz gelaufen und nochmal 5 einen Tag vorher. Das heißt, selbst in der Marathonwoche habe ich jetzt auch hier gerade mal 45 Kilometer oder so gelaufen. Und auch die Wochen davor waren eher so, dass ich 2-mal einen Halbmarathon gemacht habe, keinmal irgendwie 30 Kilometer gemacht habe oder sonstiges, sondern hier mal 21 Kilometer in 1,19, dann 15 Kilometer gelaufen bin, dann mal 10, 21, dann in 1,15. Das war tatsächlich Bestzeit, die ich da gelaufen bin, 1,15, 36. Meine bisherige Bestzeit war 1,15, 51. Also hier schon mal 20 Sekunden schneller gewesen als meine Bestzeit. Und ansonsten eben nur so ein bisschen Fahrrad gefahren. Also insgesamt laufen auch nur 67 Kilometer die Woche. Die Woche davor war ein bisschen mehr mit 74 Kilometer, aber auch nur 15, 15, 15 und so weiter. Also jetzt auch nichts Langes. Die Woche davor war relativ mau, 40 Kilometer nur, 10 Kilometer, 5 Kilometer gelaufen. Also ihr seht, keinen einzigen Lauf gemacht, der irgendwie länger war als einen Halbmarathon in der Vorbereitung. Und trotzdem ist der Marathon doch sehr gut ausgegangen, nämlich insgesamt mit Platz 7, mit einer neuen Bestzeit von 2 Stunden 34 und 15 am Ende. Altersklassensieg habe ich da schon geholt und insgesamt waren 2 Kenianer noch vorne, also der 5. Deutsche dann insgesamt. Und ja, ist irgendwie doch besser gelaufen als eigentlich gedacht, die ganze Geschichte mit dem Marathon. Also ernährungstechnisch hat das Ganze schon mal sehr funktioniert, mit der Low Carb bzw. ketogenen Ernährung sich da vorzubereiten. Also wenn jemand sagt, man kann ketogen keine Leistung bringen, scheint anscheinend doch irgendwie zu funktionieren. Also mit 37 Jahren bin ich jetzt dann auch den Marathon nochmal in Bestzeit gelaufen, den Halbmarathon in Bestzeit. Und jetzt kommt das Interessante an der Geschichte. Meine bisherige Marathon-Bestzeit war 2,45, also 11 Sekunden nochmal verbessert insgesamt im Marathon. Und ich habe in der Durchgangszeit, das war das Interessante dann hier, also bei 21 Kilometer, ein bisschen mehr war es, auf jeden Fall war ich da so ungefähr bei, wenn man sich das anguckt, 21,1 hier, irgendwo so bei 1,14,30 bin ich den Halbmarathon durchgegangen. Also ich bin nochmal Bestzeit im Halbmarathon, habe ich eine Minute verbessert, im Marathon laufen und das ohne irgendwie jetzt eine spezielle lange Vorbereitung. Was natürlich auch für mir oder mir zeigt, dass wenn ich mich vielleicht mal ein bisschen vorbereiten würde auf die Marathonläufe, dass das Ganze wahrscheinlich nochmal deutlich besser laufen könnte, unter 2,30. Denn das Tempo war doch relativ locker, da immer so eine 3,30 pro Kilometer eben durchzulaufen. Teilweise sogar schneller, 3,26, je nachdem wie die Steigung natürlich ist. Aber immer so ein bisschen unter 3,30 gelaufen natürlich, sonst würde die Zwischenzeit ja nicht kommen. Aber dann kamen die Probleme wieder. Die Herzfrequenz war auch die ganze Zeit völlig im Rahmen hier bei mir. War überhaupt nichts Auffälliges oder so. Aber dann kam eben hier ab Kilometer 25 ungefähr, kamen dann wieder die ersten Krämpfe. Was einfach daran liegt, nicht, dass ich genug getrunken habe, zu wenig getrunken habe. Getrunken habe ich tatsächlich genug. Diesmal habe an jeder Verpflegungsstation habe ich mir so 4, 5 Becher oder sowas genommen und habe die dann runter. Und dementsprechend war das eigentlich völlig in Ordnung. Habe es auch später gemerkt auf der Waage. Ich habe nicht viel Gewicht verloren. Und im Ziel tat mir auch nicht der Rücken weh, die Gelenke weh oder so, was vorher immer der Fall war, wenn ich zu wenig getrunken habe. Diesmal waren es nur Krämpfe. Und die haben sich dann bemerkbar gemacht. Dann habe ich versucht, das Ganze mit Salztabletten so ein bisschen nachzufüllen. Ich hatte aber nur 3 Salztabletten dabei. Und das war so eine Elektrolyte-Mischung. Das heißt, der Salzanteil war dann auch noch relativ gering, vielleicht 500 Milligramm oder so. Nicht viel Salz. Ja, die habe ich mir dann versucht reinzuzwängen. Ja, dann wurden die Krämpfe halt immer so ein bisschen schlimmer bis Kilometer 30. Irgendwann hatte sich das Ganze so ein bisschen gefangen, ja, dass ich die Krämpfe mit bestimmten Schritten dann ausgleichen konnte.
Und dann ging sie wieder so ein bisschen weg, dann konnte ich wieder so ein bisschen Tempo hier aufnehmen, dann kamen die Krämpfe wieder und dann bin ich aber irgendwie über den Schmerz dann drüber weggelaufen, über die Krämpfe. Das heißt, hier hatte ich dann erstmal so einen richtigen Einbruch über 5 Kilometer, 12 Kilometer, 10 Kilometer, irgendwie sowas, 10 Kilometer und dann hinten raus, ja, konnte ich das irgendwie noch so humpelnd retten. Zwischendurch musste ich mal eine kurze Gehpause hier machen, aber wenn dieser Einbruch nicht gewesen wäre, dann wäre natürlich die Zeit nochmal deutlich besser gewesen. Von daher habe ich mir jetzt auch gesagt, jo, da musste mal auch vielleicht ein bisschen an den längeren Strecken arbeiten und ein bisschen längere Strecken laufen. Bin ich leider nur nicht dazu gekommen, so viel im Training. Aber dem ist das ja dann eben geschuldet, dass ich auch zu wenig Salz mit hatte. Ich hatte auch keine Eigenverpflegung mit. Das heißt, ich habe vergessen, bei der Startnummernausgabe meine Eigenverpflegung mitzunehmen, aber ist mir das eingefallen, als ich da war und dementsprechend hatte ich dann eben auch da kein Wasser mit extra Salz oder so nochmal drin. Ja, dass es aber am Salz gelegen hat, das weiß ich, denn wie gesagt, nachdem ich die zwei Salztabletten auf einmal genommen hatte, ging es eben kurze Zeit wieder so ein bisschen und dann wurde es eben nachher wieder, ne, wo man alles wieder ausgeschwitzt hat, wurde es dann wieder ein bisschen schlimmer, aber ansonsten trotzdem, ja, trotz der Krämpfe wieder, die ich halt wie immer habe, bin ich sehr zufrieden mit der Zeit und weiß auf jeden Fall, was theoretisch möglich wäre, wenn ich das noch durchlaufen könnte. Muskulär war das überhaupt gar kein Problem. Muskeln waren super, Ausdauer war super. Sieht man ja auch an der Herzfrequenz, glaube ich, dass die Herzfrequenz dann eben auch hier so ein bisschen runterging, weil ich Tempo rausgenommen habe, sieht man. Ja, dann war ich hier unten irgendwo so ganz langsam beim Tempo unterwegs, Herzfrequenz 10 Schläge drunter wie normal. Dann konnte ich eben wieder ein bisschen Tempo aufnehmen, da war ich wieder auf Wettkampfniveau. Und ja, das zeigt sich dann eben auch hier in der Herzfrequenz. Wenn wir uns das mal genauer hier angucken, auch mit der Leistung beispielsweise, ich laufe dann halt nach Watt. War das jetzt der Marathon? Nee, das war glaube ich nicht der Marathon. Ich laufe ja immer nach Watt, habe mir so gedacht, so um die 300 Watt müsste ich laufen, damit ich eine neue Bestzeit laufe. Und ja, dementsprechend, bis auf den kleinen Einbruch, den das Ding hier anscheinend hatte, sieht man eben, dass ich hier die ganze Zeit konstant tatsächlich über 300 Watt gelaufen bin. Darauf kann ich dann immer gut achten, auch wenn es mal berghoch, bergrunter geht. Und dann sieht man auch hier so ab Kilometer 25, zeigt immer wieder die Einbrüche. Ja, habe ich versucht noch Tempo aufzunehmen, hat nicht geklappt. Und dann ja, ging es halt runter mit der Watt, ne, musste ich Tempo rausnehmen. Und dann hier ging es wieder ein bisschen, dann ging es wieder schlechter und am Ende habe ich mir gedacht, so die letzten 2 Kilometer kommen, das kriegst du auch noch hin. Ja, also insgesamt Marathon also deutlich, deutlich besser gelaufen als irgendwie erwartet. Ich wollte den Marathon in Münster jetzt nur mitlaufen, damit ich einfach mal gucke, was so überhaupt beim Laufen wieder drin ist bei mir. Dass das gleich so endet, hätte ich nicht gedacht. Aber das Interessante war, was ich auch schon auf dem Patreon gezeigt habe. Da gehe ich nochmal ein bisschen tiefer ins Detail, was die Blutzuckermessung betrifft, wo man ja auch immer kontrollieren kann, ist der jetzt wirklich Low Carb gewesen oder hat er Kohlenhydrate konsumiert und so weiter und so fort. Zeige ich euch mal, wie das dann aussieht, wenn man dann Kohlenhydrate konsumiert. Und zwar, hier sieht man zum Beispiel so einen ganz normalen ketogenen Tag hier, ne? Hier 85%ige Schokolade oder Schokolade ohne Zucker, dann nämlich die Zuckerschokolade oder sowas. Protein, Quark, gab es da so einen Käsesnack. Also hier so gebackenen Käse, Milch mit Whey, Krafttraining und so weiter habe ich gemacht, Hackfleisch gegessen, ne, so ein normaler ketogener Tag halt. Und da sieht man halt, ne, da ändert sich jetzt nicht so wirklich viel am Blutzucker. So, dann mal einen Abend hier, dann eben mal getestet, also den ganzen Tag über auch Gouda, Hackfleisch, mal so ein Proteinriegel, griechischer Joghurt, Gouda, ne, man kennt ja den ganzen Kram. Und dann abends habe ich mal dann ausprobiert, so eine Tüte Haribo und so Smarties zu essen. Und da sieht man natürlich, der Blutzuckerspiegel geht hoch. Ja, ganz normal. Man muss dabei sagen, die Zahlen, die hier stehen, die muss man natürlich immer mit ein bisschen Bedacht, weil die Messung, die funktioniert in der Hüfte, im Hüftspeck quasi. Bei mir geht das im Oberarm nicht, weil ich da zu wenig Körperfett habe und die Nadel dann eben direkt in meine Muskulatur sticht und ich das dann einfach merke. Deshalb ist das hier im Hüftspeck gemessen und ich habe keine Ahnung, ob die Zahlen ne, da auch mal ein bisschen höher gehen, weil sich das dann da sammelt oder was auch immer. Deshalb. Aber das Interessante war für euch da draußen, wenn ihr abends einen Cheat Day zum Beispiel macht, dann kann das Auswirkungen haben, bis noch 24 Stunden danach, ja, ist der Blutzuckerspiegel eben, wie man hier sieht, so 122 dann am Morgen, 120,
Ja, bis der sich erstmal normalisiert hat, irgendwann wieder, muss man dann erstmal wieder ein bisschen Sport machen und irgendwie alles runterbekommen. Also, wenn ihr ein Cheat Day macht oder ein Cheat Meal oder was auch immer und dann so viel fresst an Süßigkeiten oder Kohlenhydraten und was auch immer und dann in Verbindung mit Fett natürlich, also als Schokolade oder ähnliches, dann wird das natürlich auch langsam verdaut. Ja, es ist ja nicht so, viele stellen sich vor, ich esse eine Tüte Haribo und zack, innerhalb von 30 Minuten wird dann eben der ganze Zucker aufgenommen. Das ist natürlich Quatsch. Ihr habt ja die 200 Gramm Haribo dann in eurem Gedärmen drin, in eurem Magen drin. Der gibt das erstmal auch, der Magen gibt das ja auch erstmal in Stößen aus. Ja, das heißt, ihr habt dann, was weiß ich, alle 30 Minuten immer mal wieder eben so eine kleine Erhöhung, wie man hier sieht. Und dann ist es natürlich so, dass durch den ganzen Darm, ja, der so ein paar Meter lang ist, dass da natürlich auch über die gesamte Zeit immer wieder die Kohlenhydrate aufgenommen werden, die dann dort immer weiter auf dem Weg verdaut werden. Es ist ja nicht so, dass die Haribo-Gummibären, die ihr dann runterwürgt, dass die in irgendeiner Weise dann direkt aufgelöst sind oder so, sondern da schwimmt natürlich der ganze Brei damit rum und dann noch mit dem Fett, mit den Schokoladen oder sowas dabei, dauert das natürlich noch länger. Bedeutet einfach, ihr müsst damit rechnen, dass wenn ihr an einem Tag eben sehr viel esst, dass das tatsächlich auch noch 24 Stunden später eben aufgenommen wird, der Blutzuckerspiegel. So, und dann kann man sich vorstellen, dass wenn man jetzt am nächsten Morgen, ja, man hat sowieso schon von dem Pizza oder Schokolade, die man den Abend davor gegessen hat, hat man einen hohen Blutzuckerspiegel und frisst jetzt am nächsten Morgen wieder seine Cornflakes und was weiß ich nicht was, dann haut man nochmal einen drauf. Und dann hört das nie auf, dass ihr die ganze Zeit einen hohen Blutzuckerspiegel habt. So. Und das ist natürlich dann die Geschichte. Wo habe ich denn mal hier so ein paar kurze Intervalle habe ich hier gemacht, 10 Kilometer gemacht. So, und ab da war alles wieder so relativ normal, was das betrifft. So, hier dann wieder voll der ketogene Tag gehabt und dann ist der Blutzuckerspiegel auch wieder normal. Ja, 83 hier, 80, so um die Ecke, 78, dann ist alles wieder eine Linie, alles wieder tutti frutti. Aber wenn man das eben macht, ja, immer mit diesen Fressen, so, das ist ein normaler ketogener Tag, zack, dann funktioniert das, aber sonst nicht. Also nur mal so für euch als Info, dass ihr 24 Stunden mit den Kohlenhydraten noch rechnen müsst. Ja, zurück zum Marathon. Ich werde jetzt in den nächsten zwei Wochen werde ich mich jetzt vorbereiten auf den nächsten Marathon. Es ist hier, gucken wir mal im Kalender, hier am 24. am Freitag ist ein Wettkampf, ein 10-Kilometer Wettkampf, den ich mitlaufen will. Und dann am Sonntag wäre der nächste Marathon bei mir. Seht ihr gar nicht, das ist natürlich super. Also am 24., den Freitag, hier 24. ist der 10-Kilometer-Lauf und am Sonntag, den 26. ist dann der nächste Marathon. Und da will ich dann mal gucken, dass ich eben die Fehler mit dem Salz, dass ich dann mehr Salz mitnehme, dass ich das vielleicht ausklamüsern kann und dann, ja, vielleicht mal gucke, ob ich in 1,15 angehe auf dem Halbmarathon und dann gucke, was hinten raus noch so geht. Kommt natürlich auch immer aufs Wetter an. Gleichzeitig werde ich mir übrigens wieder ein Blutzuckermessgerät jetzt gleich implantieren. Heute haben wir Dienstag und damit habe ich dann auch zwei Wochen nochmal das Blutzuckermessgerät drin. Und wem das dann oder wen das dann interessiert, die ganze Vorbereitung plus das Training, was ich da nochmal speziell mache und so, der kann auf Patreon gerne unterstützen. Findet ihr unten drunter unter den Links die Unterstützung. Da gehe ich dann auf solche Sachen mal etwas detaillierter ein, als man sie eben auch auf Strava sieht oder sonstiges. Genauso wie zur Blutzuckermessung, da gibt es dann eben auch noch detailliertere Sachen. Ihr findet da meine ganze Marathonvorbereitung und ich habe ja einen Videokurs jetzt auch. Und zwar Low Carb bzw. ketogene Ernährung in Verbindung eben mit Leistungssport. Und da kommt eben genau das zum Tragen, was ich auch hier gemacht habe. Also es hat funktioniert, ja, was ich mir da überlegt habe und dementsprechend gar nicht mal so schlecht. Bis auf das Salz. Das werde ich beim nächsten Marathon dann noch eben verbessern. Ja, so sieht's aus. Wenn ihr noch Fragen habt, dann natürlich gerne rein. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne auf Strava folgen, auf Patreon folgen und auch hier einen Daumen oben lassen. Ihr bekommt auch hier als Kanalmitglieder natürlich immer Einblicke in die Patreon-Sachen. Wobei Patreon immer eine bessere Sache ist, weil dann am Ende ein bisschen mehr übrig bleibt als hier bei YouTube, Google generell. So, dementsprechend guckt auf Patreon vorbei, da findet ihr noch mehr. Wenn ihr noch Fragen habt zum Marathon, spezifische Dinger, dann stellt sie gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt zur Blutzuckermessung, was man mal ausprobieren kann und so weiter und so fort, was wollt ihr da mal genau wissen, dann stellt es auch unten rein. Dann können wir die ganzen Sachen mal durchgehen, was man so machen kann, ne, wann man unterzuckert oder so. Und
wir machen ein paar Experimente mit Proteinriegel, solche Sachen habe ich auch alles gemacht, kann ich euch dann entsprechend zeigen. Dementsprechend wünsche ich euch was und bis zum nächsten Video.